Hallo, hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist die Paragraphen-Sylvia, die mit der Birne, damit dir ein Licht aufgeht. Und ich freue mich super sehr, dich will herzlich willkommen zu heißen bei meinem neuen Format für das Jahr, also eins von den neuen für das Jahr 2022. Ich hatte ja versprochen, jeden Monat gibt es ein neues Format. Und hier ist jetzt Nummer eins. Das neue Format kommt immer am 22., also 22.01., 22.02., 22.03. und so weiter. Und es geht in allen 12 Formaten um mein Hauptthema, nämlich die Entscheidungen, ob jetzt Scheidungen oder andere Entscheidungen, wo man sich von irgendetwas scheidet, außer dem Ehepartner. Alles ist rund um die Entscheidung. Ich habe im letzten Jahr mal eine Umfrage gemacht, was ihr für die wichtigsten Sachen haltet rund um das Entscheiden. Und sehr interessant, da ist das rausgekommen, was auch ich finde, was am wichtigsten ist. Und wir fangen heute an mit Thema 1. Das ist das Thema Energie. Und mir geht es darum, dass für dich jeden Tag mit diesem Format das Leben ein Stück leichter wird, ein Stück lebenswerter und dass du bewusster wirst. Weil ich glaube, wenn es uns nicht gut geht, dann liegt das daran, dass wir in unbewusste Muster verfallen sind. Und ja, hier ist also das Format, was dich darauf aufmerksam macht. Es gab auch ein kurzes E-Book zum Runterladen, aber hier ist das Ganze jetzt in etwas länger und als Video. Fakt ist, du bist einzigartig. Und das, was ich dir präsentiere, ist eine Fülle von Möglichkeiten und du darfst dich entscheiden, weil da du einzigartig bist, was für den einen passt, ist für den anderen Wumpe. Ja, ganz, ganz wichtig, du suchst dir das raus, was für dich richtig ist. Ja, und wir starten jetzt mit Punkt 1. Dazu gibt es gleich bei EloPage von mir einen Kurs. Das habe ich dir auch im E-Book verlinkt. Das E-Book kommt hier auch nochmal drunter. Wenn du jetzt nicht zufrieden bist, das hat schon Einstein gesagt, es ist der helle Wahnsinn, neue Ergebnisse erwarten zu wollen und immer das Gleiche zu tun. Wenn du jetzt nicht zufrieden bist mit dem, was du tust, egal was es für eine Situation ist, Ehe, Beruf, Haus, Kinder, egal, dann wechsel einfach mal die Perspektive. Ich habe dir dazu einen kleinen Kurs gemacht, 5 Tage lang, eine Woche lang, lässt du dich einfach mal ein bisschen durchschütteln und guckst mal. Du weißt das, die Welt sieht anders aus, wenn du auf dem 3000er stehst oder vielleicht weißt du es auch nur von einem Tausender. Und ja, Perspektive wechseln macht immer glücklich und das Leben deutlich leichter. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, weißt du, um deine Energie, es geht ja hier um Energie, ja? Und deine Energie wird immer höher, wenn du dir was Gutes tust. Ich habe ja einen Kurs, der heißt Die gute Minute. Wenn du dir jeden Morgen eine E-Mail von mir reinziehst oder wann immer du es möchtest, mittags, nachmittags, abends, dann steigt deine Energie. Ja, also die Rückmeldung, die ich immer wieder bekomme, ist: Sylvia, wo nimmst du bloß diese Energie her? Ja, ich habe da jahrelang was für getan, weil ich weiß, das ist das Einzige, was mich glücklich macht, weil es wird immer in Wellen gehen, aber ich möchte die gerne surfen und dafür darf ich keinen Muskelkater haben. Also mein Kurs, eine gute Minute jeden Tag, das hilft auch. Ist eine Kleinigkeit. Ich will dir ja auch, die großen Rezepte gibt es hier nicht. Es sind lauter kleine Sachen, die du am besten Tag für Tag machen kannst. Und dann, ja, es ist ein Prozess, ne? Kein juristischer, sondern ein Lebensprozess. Und das klappt dann schon. Das klappt auch mit meinem besonderen Alphabet. Das sind drei Sachen, die ich dir einfach ans Herz lege. Und das ist das sogenannte Doppler-Alphabet. Doppelt hält besser. Toleranz ist für mich das Wichtigste. Wir haben besondere Zeiten. Es ist 2022. Wenn du keine Toleranz hast, kommst du nicht weiter.
Ja? Dann, wenn du hier angefangen hast mit diesen tollen Sachen, die ich dir als Tipp gebe, dann bleib dran, also dranbleiben mit 2 N. Und dann geh weiter mit Fokus. Mua. Fokus. Ja? Diese 3 Sachen auch als Tipp. Ich guck mal wieder, ich schwing's mal wieder auf meine Liste. Ganz, ganz wichtig. Mein Lieblingscoaching-Tier. Die Erdbeere, egal. Wenn du Energie brauchst zum Entscheiden, dann such nicht länger, sondern hab auch mal den Mut, falsche Entscheidungen zu treffen. Zack, zack, entscheiden und gut ist. Du kannst ja mit Speisekarten üben, wenn du im Restaurant bist. Du musst ja nicht mit, welche Schule besucht jetzt mein Kind und dann sagen, oh Scheiße, ja, auf welche Schule das Kind geht. So nicht. Mit kleinen Sachen üben. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Mit kleinen Sachen üben, da bist du bei der Salamitechnik. Kann ich dir auch ein Video verlinken. Salamitechnik ist absolut heilsam. Mach Tag für Tag für Tag irgendetwas. Wir unterschätzen völlig, was wir erreichen können, wenn wir jeden Tag etwas machen. Und wir überschätzen völlig das, wenn wir sagen, oh, was ist das für eine Aufgabe, das muss ich machen. Ne? Das müssen wir gar nicht so machen. Tag für Tag ist hammergeil. Nächster Punkt. Es gibt auch Tag für Tag. Wichtig ist für mich, vielleicht passt es für dich gar nicht, schreiben. Und zwar Listen. Und zwar nicht Listen, wie andere sie machen, die Stress machen, sondern Listen, die glücklich machen. Deswegen habe ich einen Kurs entwickelt, der heißt Listenliebe. Und im Kurs Listenliebe geht es darum, was du für Listen machen kannst, die dich glücklich machen. Und die geben alles, was dich glücklich macht, gibt Energie. Da sind so Sachen drin wie, was tut mir gut, Liste. Dazu gibt es ein Video. Da sind Sachen drin mit kann weg. Also, was hast du in deinem Leben, was hast du dir angewöhnt für Scheißsachen, die dir einfach nicht gut tun? Das sind die maximalen Schlüssel dafür, dass du heute da so dick im Morast stehst. Ja, lass es einfach. Das einfach ist eine andere Sache, aber auch das kann man üben. Listenliebe, der Kurs, der ist noch nicht ganz fertig, aber er wird, und wenn du ihn bestellst und kaufst, bist du meinem Vertrauen, Ende Januar ist er auf jeden Fall fertig. Der Link ist schon da. Nächste Nummer. Ganz wichtig. bei mir sind die Dinge ja auch immer ein bisschen lustig. Was reinkommt, energetisch, kommt auch raus. Also, isst du Burger und trinkst Cola, dann ist die Energieproduktion, der Umschlag im Körper jetzt nicht so der Knaller. Wenn du aber hingehst und sagst, ja, ich bin mir bewusst, 7% dessen, was an Energie bei mir rauskommt, beruht auf Ernährung. Leider ist es nicht mehr, Leute. Oder vielleicht auch Gott sei Dank. Also deswegen, ich esse nämlich total gerne mal schöne Sachen. Und so schlimm ist das nicht, wenn man es in Maßen macht. Also, was reinkommt, Baby, kommt auch raus. Ich hatte das heute Morgen auf dem Hundespaziergang. Da ist mir wieder bewusst geworden. Ich habe die letzte Woche, war ich zu faul, in den Barfladen zu fahren und die Sachen alle frisch zu machen. Und habe Trockenfutter gefüttert. Also bei den Hunden ist es nicht anders als bei dir. Und was da an Abraum rauskommt, was gar nicht verarbeitet wird, ist der Hammer. Also isst du abends Fleisch, brauchst du mehr Schlaf. Ist ganz klar, weil das Fleisch, was du abends isst, das raubt dir die Energie. Du musst viel schlafen, um das zu verarbeiten. Sonst bist du am nächsten Tag schlapp. Also, was reinkommt, kommt auch raus. Guck nach deiner Ernährung. Voll geiles Buch. 2 Buchtipps habe ich dazu. Sind in dem E-Book drin. Einmal von Bas Kast und einmal von, wie hieß der? Sven Völpel. Da habe ich einen tollen Podcast von der Laura Malina Seiler gehört. Da sind mir auch noch mal so ein paar Birnen aufgegangen, was man mit der Ernährung alles reißen kann. Nächster Punkt. Ja, ich meine, es hilft natürlich auch, wenn du das jetzt hier schon gesehen hast und sagst, boah, das ist aber alles ein bisschen viel. Dann lies doch mal ganz langsam mein Buch Entscheiden macht glücklich. Wenn du dir das bestellst, das könnte auch schon
ein Start sein. Und da sind, ich weiß nicht, wie viele einzelne Starts auch drin. Da sind auch neue Ideen drin. Hier in den 10 Minuten kann ja nicht alles drin sein. Ja, da könnte auch was drin sein. Richtig gut ist eine Morgenroutine. Dazu habe ich dir auch ein super Video gemacht und dazu gibt es auch von Bodo Schäfer ein Hammervideo. So wie du aufstehst, also so wie mit dem, was du reinwirfst, kommt auch raus und so wie du aufstehst, so wird dein ganzer Tag. Also das war einer der Schlüssel, die ich vor 5 Jahren so geknackt habe, von wenigen Ausnahmen abgesehen, authentisch muss ja sein. Stehe ich tatsächlich mit verschiedenen Routinen, mit richtig tollen Routinen auf, die sich auch tagsüber im Tag wiederholen. Da möchte ich dir nur eine von mitgeben, die der absolute Schlüssel zum Glück ist. Und es ist popels einfach, jeder Jeck, wie der Kölsche sagt, jeder Jeck kann das. Und zwar lächeln. Ja, wenn du, ich habe das von Thaddäus Koroma, das war ja einer der ersten, der mich auf den Weg gebracht hat und der mir begegnet ist, als es mir richtig, richtig fies ging. Das ist jetzt schon fast 10 Jahre her und ich bin zutiefst dankbar, dass auch er dazu beigetragen hat, Sachen in mein Leben zu implementieren, die mich nie mehr verlassen werden. Weil ich hatte dieses innere Lächeln immer. Ich war immer ein fröhlicher Mensch. Aber ich habe mir mein Leben durch meine Routinen so gestaltet, dass ich echt nicht mehr viel zu lachen hatte. Und das ist jetzt nicht mehr so. Und es gibt bestimmte Prozesse im Körper, du kannst dich ja noch ein bisschen mehr damit beschäftigen, wenn du willst. Wichtig ist einfach jetzt mal, mach es doch mal. Du musst das alles nicht verstehen, also manches, nicht alles musst du verstehen, manches solltest du einfach mal machen. Das mit dem Lächeln ist so, dein Körper denkt, ja, also jede Zelle deines Körpers denkt ja, dass es dir gut geht, wenn du lächelst. Wenn du das noch nicht wusstest, glaub mir das jetzt einfach mal. Und wenn du dich. Zum Beispiel, du gehst an jeder spiegelnden Fläche, an der du vorbeigehst im Tag, die lächelst du mal 10, 12, 20, 50 Sekunden an. Dann schüttet dein Körper wunderbare Hormone aus, die dazu führen, dass du Energie bekommst. Das ist wie eine Dose Energy Drink, wie ein Energy Booster, ob gesund oder ungesund. Lächeln ist das Einfachste, was du machen kannst, damit du Energie bekommst. Und weißt du, viele Leute sagen, oh, ich kann nicht deine ganzen Kurse kaufen und deine Bücher, was soll ich denn noch alles machen? Wenn du das mal einen Monat umsetzen würdest, dreimal am Tag, eine Minute, jede spiegelnde Fläche, dann würde es dir 100-mal besser gehen als jetzt. Sag ich nur mal so. Wenn die Stimme jetzt ein bisschen aufgeregt geworden ist, dann liegt das daran, dass mich das manchmal echt nervt, dass die Leute noch nicht das machen, was ihnen gut tut oder gut tun würde. Aber ich weiß, das ist wie beim Gras, ne? Man kann nicht dran ziehen und das hat einen Reifeprozess und es ist dann eben noch nicht so weit. Nur, weißt du, ganz ehrlich, wer noch nicht so weit ist zu lächeln, der sollte noch mal auf Start zurückgehen, auf Los, wie bei Monopoly. Da bringt dann alles nichts. Da kannst du 1000 Techniken lernen, wenn dein Körper nicht in der Lage ist zu lächeln. Und das ist jeder Körper übrigens, jeder, egal wie alt du bist, wie was du wiegst, welche Hautfarbe du hast, jeder kann lächeln. Du bist immer nur eine Entscheidung vom Lächeln entfernt. So, jetzt habe ich wahrscheinlich noch Punkte vergessen. Das ist aber völlig egal. Ich wollte nicht mehr als 15 Minuten machen. Du lädst dir einfach das E-Book runter, dann bist du automatisch in meinem Newsletter. Oder die Reihenfolge war umgekehrt, das ist egal. Dann bleibst du erstmal in meiner Energie. Und dann schauen wir mal, was nächsten Monat für ein Thema kommt. Das werde ich dir hier drunter noch verlinken. Im Moment weiß ich es noch nicht, weil viele Sachen entscheide ich intuitiv, wenn es mir gut geht, dann mache ich das und dann entscheide ich das und dann mache ich das. Ich wünsche dir einen richtig guten Monat bis zum 22. Februar. Das ist ja ein absolut magisches Datum. Und wenn du Fragen hast, melde dich gerne über WhatsApp. Guck dir den Linktree an. Ich freue mich, dass wir verbunden sind. Und ja,
Wenn du Fragen hast, frag! Egal auf welchem Kanal. Deine Paragraphen, Silvia, die mit der Birne und die mit der Erdbeere, egal. Mach's gut und bleib gesund.